Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und heute habe ich Heavy Metal von Amusing Hobby. Und zwar unter der Nummer AH35A034 habe ich den FV217 Badger, den British Heavy Tank Destroyer. Und wer den schon mal in Volt of Tanks vor sich hatte, weiß, der ist schwer zu knacken. Hier könnt ihr ihn natürlich jetzt als Modell nachbauen. So, enthalten sind 11 Spritzlinge plus Metallfedern. Wir haben Einzelgliederketten, die einen wirklich guten Eindruck machen. Dann haben wir eine separate Unterwanne, eine separate Oberwanne. Metallkabel liegen dabei, ein paar Ätzteile haben wir. Insgesamt 24 Baustufen, 2 Bemalvorschläge. Und das Ganze ist unter 50 Euro zu haben. Aber ich würde sagen, wir gucken uns doch mal an, was hier drin so ist. So, liebe Freunde der Nacht, dann kommen wir mal zur Anleitung. Die ist wie immer ja, sehr gut aufgemacht von Amusing Hobby. Da gibt es, denke ich mal, nichts zu meckern. Hier oben erfährt nochmal, was es ist. Dann haben wir das Titelbild, die Artikelnummer, ein paar Hinweise. Kling, klong, klong, chinesisches normales 35, süß-sauer. Dann, das hier ist wieder wichtig. Da sind die Piktogramme, die uns erklären, was wir machen sollen oder halt lieber nicht. So, und erfreulicherweise haben wir gleich hier die Teilübersicht. Da könnt ihr mal checken, ist alles da, passt das alles, fehlt was oder ist auch alles dabei. So, dann Bauteil oder Baustufe 1 geht das, ja, ich sag mal fast traditionell mit der Unterwanne weiter. Hier sehen wir, wo die Metallfedern für gebraucht werden. Das Ganze ist dann halt bedingt beweglich. Ja, das macht einen vernünftigen Eindruck, das Ganze, wie ich finde. Auch einen sehr wertigen vor allen Dingen. Dann hier werden die einzelnen Rollenwagen eingebaut. Das muss in echt ein ziemlicher Klops gewesen sein. Wie gesagt, in World of Tanks spiele ich relativ ungern gegen ihn, weil ja, ist einfach eine rollende Festung. Glücklicherweise total langsam und schießt nicht sehr genau. So, weiter geht's hier mit dem Bau. Hier kommen wir zum Einbau bzw. der Vorrichtung für die Waffenanlage, dass das Ganze auch nachher oben und unten beweglich ist. Diverse Anbauteile. Ich denke mal auch, dass die Briten sich in ihrem ja, Baustil, hässliche Panzer zu bauen, einig geworden sind. Ich möchte keinen beleidigen, aber ein bisschen Spaß muss sein. Erfreulicherweise, auch hier haben wir eine Originalabmessung von dem Abschleppseil. Das ist immer ganz nett. Wenn man kein Maßband zur Hand hat oder da keinen Bock drauf hat, kann man das hier ranhalten. Schnipp, schnapp, ab ist das. Wieder zusammendrillen, etwas Sekundenkleber, das Teil drauf und dann habt ihr ein schönes Abschleppseil. Ja, hier geht das weiter. Kühlanlage ist ja relativ hoch, beziehungsweise die Motorkühlung, damit das Aggregat da nicht überhitzt, muss hier auch einige Tonnen durch die Gegend bewegen. So, weiter geht das hier. Anbauteile noch und nöcher, ein paar Schaufeln, Schanzwerkzeug, dies, das und jenes. Auspuffanlage wird hier montiert. Na, jetzt ab der Finger. So, dann haben wir hier die Luken. Auch die sind sehr schön detailliert, wie ich finde. Dann kommen wir hier zur großen Püster. So, die Ketten, die nicht geklebt, sondern nur geklickt werden sollen. Das zeige ich euch gleich mal. Das geht recht fix. Die werden da montiert. Da kommen die ganzen Sachen drauf, die Seitenschürzen. Und dann haben wir hier schon die erste Bemalungsanleitung, Vorgabe von der Firma Armor of Mick. Mit den passenden Farben natürlich. Die haben diese ja, Farbangaben gemacht, diese Farbprofile. Dann werden natürlich auch die Farben genutzt. Hier einmal das für die Berlin-Brigade. Dieses typische Farbschema. Das sollte ja der Russen-Panzerknacker sein. Dafür wurde das Ding gebaut und kann man ja hier sehen. Gut, dann kommen wir mal zum Kunststoff. Und das hat Amusing Hobby meiner Meinung nach recht gut gemacht. Warum? Das zeige ich euch hier. Wir haben unter anderem hier eine hervorragende Detaillierung, wie man das an diesen Bolzen sehen kann. Dann haben wir hier für die Aufnahme, für die Wiege, sag ich mal, eine sehr gut gemachten sehr rauen Panzerstahl. Dann haben wir hier einteilige Kanonenrohre, die zeige ich euch gleich nochmal von der Seite. Das ist, ja, das gefällt dem Christian, das macht ihm Spaß, wenn er halt einteilige Rohre hat. Und natürlich, wenn das wie im oberen Bereich hier, wenn das im sogenannten Slide-Mode-Verfahren sind und natürlich auch bei den ganzen Detaillierungen. So, ich habe euch das hier einmal versprochen. Zip, biegen wir das Ganze mal hoch, kann man hier schön sehen. Wunderbar freies Rohr, wie gesagt, dafür Daumen hoch. Dann hier Slide-Mode-Verfahren, auch hier wieder Teile. Und natürlich
wenn wir jetzt hier im unteren Bereich das mal uns angucken, die schöne Detaillierung, wie schön das wiedergegeben ist, genauso wie hier im oberen Bereich, wo mein dicker Daumen ist, das ist richtig schön, das macht Spaß und ich denke auch, dass wir nochmal die dicken, fetten Schrauben und Bolzen uns nochmal angucken können und ich biege das Teil nochmal ein bisschen runter, dass man das sehen kann, die schöne, raue, gemachte Struktur und wie wir hier sehen, bekommen wir sogar noch einen Jerrycan mit dazu. So, weg mit dir. Dann haben wir hier die Turmoberseite, weitere runde Rohre. Und hier setze ich das Ganze schön fort. Ich demonstriere euch das Ganze nochmal hier mit meinem Zauberstab. Das kann man wunderbar sehen. Ja, gut gemacht alles. Da haben wir hier nochmal ein Maschinengewehr. Auch da ist das schön zu erkennen. Der das Turm Ganze gehört nicht dazu, ne? Bitte? Der Turm gehört nicht dazu, weißt du. Wieso? Ach so, ja. Das ist ja von dem anderen. Ja, aber schön ist er trotzdem. Ja. Gut, schön, dass wir ihn reingelegt haben. So, also streichen wir das mit dem Turm. Kommen wir lieber zum Laufwerk. Da haben wir diese Spritzlinge insgesamt viermal, die dabei liegen. Wir haben ja auch einiges an Laufrollen, die wir dafür haben. So, und hier sind die Federn mit angegossen. Ihr baut aber die Variante, die nicht angegossen ist, die vier Federn. Sind da irgendwo im Karton, die zeige ich euch gleich noch. Könnt ihr schön sehen. Erfreulicherweise haben wir hier oben Stahllaufrollen. Das heißt, die kann man mit einem schönen Metallton, mit einem dunklen Trockenmalen, das abgeriebene Metall. Die waren nämlich immer blank. Man muss keine Gummibandagen oder ähnliches aufführen. Auch hier setze ich die schöne Detaillierung fort. Dann kommen wir hier zur großen einteiligen Unterwanne. Auch das sehr erfreulich. Man kann hier zum Beispiel schön sehen, wo die einzelnen Teile hinkommen. Das ist schön gemacht. So, die Unterwanne, auch die ist schön detailliert, obwohl man da nicht mehr viel von sehen wird. So ist das Ganze, so sieht das aus. Schön gerade ist es auch. Ja, der Blick, wunderbar. Da muss man auch nichts mehr ausrichten, das ist nicht verzogen. So, dann kommt der Spritzling zweimal daher. Da haben wir das Leit- und Antriebsrad, diverse Werkzeuge, Schanzwerkzeuge kann man sehr schön sehen. Und auch hier wieder richtig schön gemachte Detaillierung. Also das ist richtig schön, da haben die Jungs sich richtig Mühe gegeben in China von Amusing Hobby. Das war es auf jeden Fall sehr zu gefallen. So. Ja, dann kommen wir mal zu den Ketten. Die kommen hier in so einer schönen Tüte. Für meine Zwecke habe ich die mal aufgeschnitten, damit das für euch besser geht. So, und wie man das hier schön sehen kann, ihr müsst es natürlich noch ein bisschen versäubern. Ich habe das jetzt hier frecherweise einfach mal rausgeklickt. Aber, natürlich geht das so der Kamera. Ah ja, wunderbar. Ihr seht das schön, das hat Klick-Klack gemacht. Ich hoffe, man konnte das sogar hören. Das ist etwas beweglich hier. Hätte ich das hier noch etwas versäubert, was ich jetzt frecherweise nicht gemacht habe. Ich denke mal, ihr könnt sehen, wo der Weg dahin geht. Wir haben hier keine Auswerfermarken. Das Ganze ist richtig schön dargestellt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man sich die Ketten auch mal ansehen kann. Hier diese ganzen Detaillierungen und Einbuchtungen, das ist richtig schön gemacht. Das gefällt. Und die Kette sollte, wenn sie sauber abgetrennt wird, hier müsst ihr sogar nicht noch mal viel verbessern oder versäubern und das ist eine runde Sache. Also das habe ich von anderen Herstellern auf jeden Fall schon wesentlich schlechter gesehen. Gut, dann haben wir hier weitere Anbauteile, Auspuffanlage, dies, das und jenes, diverse Halterungen, Gitterschürzen habe ich schon genannt. Das passt alles, auch hier eine schöne Detaillierung. Dann würde ich sagen, tauschen wir das einmal aus, aber halt, das will ich noch zeigen. So, die Auspuffanlage, die hat hier so eine Art Schutzbügel drin, oder Versteifungen sind drin, das sieht richtig schön gemacht aus, das gefällt mir richtig gut und ich wollte, dass ihr das auf jeden Fall seht. So, auch hier schön gemachte Sachen, da haben wir hier in diesem Bereich, wo der Fahrer sitzt, da ist die Gussstruktur einmal zu sehen und da haben wir auch nochmal die Gussnummer, die will ich euch gleich nochmal zeigen. Das wäre viel zu schade, wenn das so untergeht. Genauso wie hier einige Leitungen aufgeprägt sind, inklusive Haltern. Das baut ihr selber nicht Scratch so gut nach. Das sieht richtig gut aus, das gefällt. Das macht Spaß, das anzugucken. So. Ah, hier sind sie ja.
So, hier haben wir einige Metallfedern. Ruft nicht bei uns an und sagt, ja, fehlen wie ganz viele Federn, weil die liegen hier tatsächlich alle drinnen. Guckt, das sind nämlich hier mehrere Federn. Die knödeln sich hier ineinander rein, es sind genug drinnen. Wir sind auch erst auf den Fehler reingefallen. Das hatten die Jungs von Amusing Hobby schon mal bei einem Bausatz gemacht. Dann haben wir ganz spanisch geguckt, bis wir dann rausgefunden haben, dass sie sich hier so wunderbar ineinander gedreht haben, dass es tatsächlich so aussieht, als ob das, ja, viel zu wenig Federn sind. So, etwas fehlt noch. Und da haben wir hier die Seitenschürzen. Und dort haben die Jungs von Amusing Hobby das tatsächlich fertiggebracht, dass diese schöne Detaillierung hier wirklich einen tiefen Eindruck hat, dass das hier geteilt ist und einen richtig schön wertigen Eindruck macht. Leider versagen viele Hersteller, ich erinnere da an Tacom, an die Panther-Schürzen, dass das so lieblos dahin geklatscht wird, dass das so aussieht wie aus einem Stück. War es ja im Original auch nicht. Das haben die Jungs hier viel, viel besser gemacht. Das gefällt auf jeden Fall. Ja, das gibt auf jeden Fall einen Daumen hoch. So, von unten sieht das so aus und was uns bis jetzt nicht aufgefallen, richtig, Sinkstellen haben wir hier keine, wir haben keine irgendwelchen Fischhäute oder so, das wurde richtig schön überarbeitet. Ja, und mit eins der größten Teile, da habe ich hier die Oberwanne, da kann man diesen gewaltigen Aufbau dieses Panzers oder dieses Panzerjägers sehen. Und auch hier wurden einige Leitungen und Vorrichtungen schon mit angegossen. Erfreulicherweise. Ich mache die ganze Sache hier gleich nochmal für euch in der Nahaufnahme, damit man hier so eine kleinen Details wie hier diese Leitung zum Beispiel besser sehen kann. Dann hier hinten diese Kühlerlamellen und. Das geht doch ein wenig unter, wenn man da nicht zoomen kann. So, zeige ich das erstmal von der Seite. Das Ganze hat auch eine Gussstruktur, da sind auch schöne Schweißnähte drauf. Ich hoffe, dass die Kamera das einfangen kann. Drehe ich das mal nach vorne, versuche mal nicht so zu zittern. Kipp das nochmal, damit man auch hier das Heck schön sehen kann. So, und dann drehe ich das nochmal um und bevor ihr jetzt mit den Händen über den Kopf zusammenschlägt, diese Teile, die kann man wunderbar abmachen, macht man weg, da sieht man hinterher nichts mehr von. Hier wird nämlich was draufgeklebt bzw. das Fahrwerk und dann sind diese Teile verschwunden. So, was habe ich denn noch in meinem lustigen Karton? Ach ja, genau. So, dann habe ich euch ja vorhin ein Metallseil versprochen, das haben wir hier. Ein wunderbar gedrilltes Kupferseil, lässt sich immer wunderbar anpassen, bin ich ein riesengroßer Freund von. Dann haben wir hier eine kleine Edge-Seil-Platine, auch das denke ich mal mit den sinnigsten Sachen, die man da so verwenden kann. Dann haben wir hier noch einige Nassschiebebilder. Interessanterweise haben wir hier eine eiserne Faust. Erinnert mich fast so ein bisschen an Götz von Bärlichen. Dann gekreuzte Schlüssel, das wird wohl nicht die Leibstandarte sein. Hier haben wir hier die Desert Reds. Dann diverse taktische Zeichen, natürlich eine britische Fahne und zur freien Verfügung dann hier Tonnageangabe, dies, das und jenes. Trägerfilm ist angenehm klein, denke ich, macht einen hervorragenden Eindruck und wir sind auch schon durch mit der Vorstellung. So, meine lieben Freunde, kommen wir zur Schlussbetrachtung. Erstmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch entschuldigen, hat natürlich kein Turm, Idiot, also ich. Wir haben nachgeguckt, da brauchen wir 1, 2, 3 Teile, natürlich nicht den Turm. Wie ihr seht, ist das ganze Ding turmlos. ja, dann möchte ich euch zur Qualität sagen, das ist wirklich spitze. Also ihr bekommt hier für knapp unter 50 Euro eine Einzelgliederkette, ein paar Hitzteile sind dabei, einteiliges Kanonenrohr, wirklich nett gemachtes Fahrwerk mit echten Federn, das soll also bedingt beweglich sein. Ja, dieses außergewöhnlichen Panzerjägers. Das gab es, glaube ich, jetzt noch nicht in Spritzguss. Nicht auf jeden Fall, dass ich wüsste. Dann bedanken wir uns wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und würden euch natürlich gerne das nächste Mal begrüßen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Wir freuen uns immer riesig. Bis dann, macht's gut, euer Christian und der Thomas.